Wir alle oder nur Ronga? Ronga hatte zumindest nachgefragt. Ich weiß nicht, wo die Katze ist, keine Ahnung. Der Kampf ist zu Ende. Zumindest hat er nicht geschrien. Weißt du, die wissen jetzt, dass wir hier sind und ich kann diese Katze beim besten Willen irgendwo sehen. Nun, dann sollt wie ihre Herren aufspüren und die vernichten. Schlag der Krötentochter den Kopf ab. Werfen wir einen Blick auf den mittleren Platz. Kommt mir nach an der Häuserwand. Gleiche ich dann zur Häuserwand, um da einen Blick auf den Platz werfen zu können. Auf dem Platz gibt es noch eine weitere Patrouille, die ihr erkennen könnt, die sich da wohl hin und her bewegt, wohl ziemlich beruhigt. Noch das eine oder andere von den Zinnen, da könntet ihr noch einen weiteren Mordbrenner erkennen, und zwar einmal hier oben und einmal am anderen Tor. Die kommentiert das auch fleißig dann für die Patrouille im Inneren. Die Frau ist wohl wieder verschwunden, die kurz hier einmal auftauchte, die ist wieder im Inneren der Hütte verschwunden. Wo die Katze ist, keine Ahnung. Es gibt im Nordwesten der Sternfort gibt es wohl ein mehrstöckiges Wohnhaus. Könnte das sein, dass ehemaligen Kommandanten, wem auch immer dann diese Siebenstein gehörte, rangniedere Offiziere wohnen wohl im Haus daneben, aber zurzeit ist das alles sehr variabel verschoben. Die Wurfmaschinen sind zurzeit noch in einem guten Zustand. Die hat man wohl für die Bresche benutzt und dann nach innen gezogen. Zumindest sieht das so aus. Und es gibt noch ein Tempel, müsste ein Tempel sein, könnt ihr euch dann auf der anderen Seite des Forts könnt ihr das erkennen. Und natürlich Lagerhäuser. Lagerhäuser, vor denen auch noch einige Säcke stehen mit wahrscheinlich modrigem Getreide. In dem Gebäude da drüben ist die Frau reingegangen. Dann sollten wir hineingehen und sie vernichten. Aber das ist nicht. Dafür sind wir nicht hier. Dafür hat Praios uns ausgesandt, dieses Hexenvolk zu vernichten. Wirklich eine Hexe ist und die Katze hier rumlief, dann sind wir überall in Gefahr aufzufliegen. Praios hat recht. Er ist tatsächlich schon mal verraten. Plötzlich ruckt der Kopf des Höhlendrachen umher und aus seinem schläfrigen Zustand dreht er sich erstmal in die Richtung des Gebäudes. Das Hexengebäude, oder? Ja, genau, dieses Wirtschaftsgebäude mit den Suppenschüsseln davor hier. Ich spreche mal ein stummes Gebet, ein Märtyrersegen auf uns. Herr Praios, Herr Firun und die übrigen Herrscher Alvarand, schenkt uns die inneren Kräfte, den Waffen und den Flammen der Lester zu widerstehen und eure Kreuzrüste zu preisen. Ja, ich stufe den Märtyrersegen auf Grad 3 auf, sozusagen, dass wir alle davon betroffen sind. Die Aufstufung ist immer schwierig. Des dritten Grades sind um 4 Punkte erschwert. Wie lange dauert das? Das dauert ein Stoßgebiet, 4 Aktionen. 4 Aktionen, das kann. Ich suche gerade den Märtyrersegen, da ist er ja. Ey, Herrengard, was kreischst du denn so? Wir werden überfallen! Ja, diese verschissene Hexe. Also ich durfte wahrscheinlich gebacken geschafft haben, mit allen Schwierigkeiten, keine Ahnung. Ich habe 10 Punkte übrig. Ja, Notlage ist auf alle Fälle. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter durchrechnen. Damit ist es auf alle Fälle gelungen. Ja, ihr habt jetzt eine Selbstbeherrschung, die ist im LKP halb erhöht, also um 5 Punkte ist sie erhöht. Erschwindet im Kampf durch Wunden oder niedrige Lebensenergie entfallen und der Spielermeister müsste dann jetzt die Schadenspunkte verdeckt würfeln. Weil ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie schwer Wunden ist der Held. Ja, gut. Dann trage ich das bei euch verdeckt ein. Dies wird uns helfen. Preis steht uns bei und vier und dein Bruder ebenfalls. Hält das den Drachen davon ab, uns zu frittieren? Nun, er wird euch Kraft und innere Ruhe schenken
und euch den Schmerz widerstehen lassen. Ja, auf alle Fälle konntet ihr während des Sturzgebetes von Bryodur sehen, wie sich der mächtige Drachenleib von dem Höhlendrachen Takrandir bewegt hat. Und er trottig dann zu diesem Wirtschaftsgebäude gegangen ist. Einige Tische, die unter ihm nachgeben, brechen. Und er unterhält sich da wohl kurz. Ihr könnt nichts Genaues verstehen, aber dreht sich dann wohl in eure Richtung und wartet lauernd ab. Also er greift euch nicht an, aber er bewacht jetzt die Hexe, wenn es denn eine ist. Nun, wenn wir jetzt zu ihr wollen, werden wir den Drachen wohl töten müssen. Nun, wenn dies Drachen will ist. Weiß ich, hier sind aber immer noch überall Mordbrenner. Wir können nicht einen Drachenkampf anfangen, wenn uns jeder in den Rücken fallen kann. Wir sollten uns vielleicht erstmal zurückziehen. Kann man über die Mauern geduckt rübergehen, ohne gesehen zu werden? Oder sind die Erhöhungen an den Seiten wirklich so gering, dass man da auf jeden Fall gesehen wird? Welche Mauern meinst du? Die Außenmauer? Die Außenmauer, hier. Also du kannst auf der Innenseite kannst du lang gehen. Oder eben oben drauf. Also richtige Sinn hat das nicht. Zumindest nicht nach innen. Okay, also von innen wird man dann gesehen, wenn man von innen wirst du gesehen, ja. Du könntest einfach im Schatten dich irgendwie so entlang huschen, das geht halt auch. Oder irgendwie, gut, im Schatten dieses Hauses ist es jetzt nicht mehr möglich. Aber ja, müsstest du jetzt über was überlegen. Ruft Alarm! Ruft Egold! Angriff! Takrandir, mach was! Irgendwer dieser Hexe bitte endlich das Maul stopfen. Klaus, wir müssen hier weg. Wenn die alle hierher kommen. Ich würde sehen, wie der Drache mit seinen 6 Beinen sich weiter in eure Richtung dreht. Er öffnet seinen Mund. Kurz habt ihr das Gefühl, dass er trotz des Abstandes euch mit seinem Flammenstrahl tötet. Aber er hustet nur etwas und nicht mal mehr Flammenzungen, die dann aus seinem Husten heraus entstehen, die macht es tatsächlich gebannt. Ganze Arbeit, als ihr damals die Schrakakuh getötet hattet und seinen wahren Namen entschlüsselt hattet. Dieses Drachengezücht ist offensichtlich geschwächt. Eure Eismagie könnte ihm den Rest geben. Dies ist preisgefällig. Er vollführt sein Werk und seinen Willen. Ich hol Eckhardt! Plötzlich Bewegung und die Patrouille biegt ab in Richtung des Tempels. Petrus, habt ihr eine Möglichkeit, zu verstärken, mich irgendwie zu schützen, damit ich den Drachen entgegenstellen kann? Ich könnte euch einen magischen Schutz bieten. Der ist allerdings nicht übermäßig stark. Also einen Schlag eines Drachen wird er auf keinen Fall aufhalten. Ihr habt nicht die Möglichkeiten, meine Kraft erheblich zu erhöhen, oder so wie Kasim, der Magier, mit dem ich oft reise, das machen kann. Eure Kraft? Die Kraft. Letztes Mal sind meine Oberarme da aber richtig angeschwollen. Ich habe sogar mein schönes Kettenhemd gesprengt. Das wäre schon möglich, allerdings nicht lange. Dann macht, was ihr könnt. Wir haben nicht viel Zeit. Jangard, er kommt gleich! Ethos, beeilt euch! Weißt du, da steht ja wirklich jemand! Dann fängt man an, deinen Oberarm zu berühren und fängt an, auf Bosbarano eine Formel zu sprechen. Na ja gut, du geht doch endlich aus dem Licht, verdammt! Natürlich. Herr Preis, zeig mir. Gaswind! Gaswind, lebst du noch? Angarn, scheiße, schick deinen Drachen los! Der Mordbrenner zieht sein Schwert, sein Schild und marschiert auf euch zu. Naja, ich mach ja schon! Was kann hier los? Und er bewegt sich. Auf euch zu. Hallo?
Ja. Den Attribute soll ich werfen? Ja, klar. Also wenn nicht, dann wenn nicht jetzt, dann im Kampf und dann ist zu spät. Ja, eben. Ich muss gerade nur eben klicken, weil die Eigenschaft ja wechselt. Genau, Körperkraft vorzuhaben, ne? Ja. Das war gut gewürfelt. Das müsste ihm jetzt 3 Punkte Körperkraft für eine Stunde geben. Der normale Attributo. Ja, für, Schnellsteigerung ist mein Wert nicht hoch genug. Okay. Dann 3 Punkte mehr. Damals ist deine Rüstung geborsten. Vielleicht wirst du ja wieder Kasim finden. Aber Kasim ist als Eismagier dieses Mal nicht hier. Wir würfeln wieder neue Initiative. Und zwar dieses Mal für einen neuen Mordbrenner und auch für Takrandir. Kleinere ich den noch einmal. Ich muss gerade mal schauen in der Zoobotanica. Höhlendrachen haben eine Initiative. Hieb 9. Rettung, Mut, Initiative 12. Ah, wobei er ist geschwächt. Dann setze ich die auf 8 plus 2 sind 10. Da kann die jetzt auf der 10. Und den Mordbrenner. Der startet auf der 23. Okay, weit seid ihr nicht gekommen. Ich fange an mit Takrandir. Und zwar möchte ich ganz gerne... ich gucke gerade mal, die haben doch bestimmt einen Sturm an. Das ist das Niedertrampeln. Sehr großer Gegner. Ist das ein Höhlendrache? Ist da nie ein Haus zwischen uns noch? Oder die Reste vom Haus? Die Reste vom Haus? Da ja, niedergebrannt. Also er ist halt... 5 Meter lang, ne? Er ist halt... Okay, er rennt also durch das Haus durch auf uns zu. Nee. Also er kann euch da auf alle Fälle drüber sehen, aber ich setze ihn mal hier hin. Und wenn ihr euch jetzt nicht um das Haus herum bewegt, hier hin, dann kann er euch nächste Runde niedertrampeln. Hat sich auf alle Fälle erstmal Aktion positioniert und der andere Mordbrenner wird das ebenso tun und in dem Schatten... an Takrandirs Seite sprinten. Dann sind beide mit ihren Aktionen schon mal durch. Sowohl mit Sprinten, Priodor. Ja, ich würde mich natürlich nicht in direkten Nahkampf begeben, sondern mich ums Haus jetzt herumgeben. Ich habe eine GS von 6. Wenn du sprintest, mal 3. Wenn du nur läufst, mal 2. Bis hierhin müsste eigentlich normale GS ausreichen. Ja, ansonsten mit Leertaste kannst du auch um die Häuserecken laufen. Dann bist du erstmal eine Aktion weiter. Nächste Aktion? Ich will abwarten. Also ich runde verfehlt. Dann verfehlt sie, genau. Dann 16, Vitus. Entfernung zum Drachen? 3 Meter, 4 Meter. Ronga steht noch vor mir. Okay, dann setze ich auf den Drachen Corpo Frigo an. Gut. Dann schauen wir gerade nochmal die Meer an. Wenn er da anfängt, sich gegen den Drachen wirbeln zu wollen, ziehe ich vor und laufe, pack ihn bei der Schulter, lauf hier. Jetzt ist nicht der Zeit. Na gut. Ja, dann in das Gebäude schieben. Okay, ja, gut, dass du vorgezogen hast, um ihn an seinen Aktionen zu behindern. Wie breit ist der Drache? Passt er zwischen die Häuser durch oder ist er zu schmal? Doch, ich würde sagen, dass er da noch durchpasst. Schwierig, aber er kann sich da nicht mehr drehen. Ach so, da meinst du? Nee, also hier kommt er lang, da nicht mehr. Da zwischen ja, nee, passt, genau. Das schafft er nicht mehr. Wenn er sich nicht drehen kann, ist das wunderbar für uns zumindest, hoffentlich. Ja, stimmt. Ich will einmal ums Gebäude herumsprinten. Wie viel GS hast du? Ich habe eine GS von 8. Sicher, mit Behinderung? Ja, ich habe Gewandtheit von 15. Okay. Deswegen ein Geistpunkt mehr. Gut, dann sprintest du einmal um das. Die können euch sehen, ne? Also es ist halt abgebrannt, aber man kann das sehen. Aber du kannst gut sprinten. Ich bleib hier trotzdem stehen. Gut, mal schauen, Vitus. Wie er sich zuwendet. Ja, ich renne auch los, weil wenn ich sehe, da ist zu eng für ihn, dann ist da ist auf jeden Fall da lang der richtige Weg. Mach das mit Leertasten oder aus. Ja, genau, dann kannst du hier kannst du einen Punkt einmal mit Leertaste setzen. Dann sind das bis dahin 3 Meter und bis dahin 10 Meter. Ich habe GS von 8, also wie weit kann ich?
8 Meter und 2 freie Aktionen, also 2 freie Schritte. Also bis 10. Genau, bis 10, dann hast du noch eine weitere Aktion, die müsstest du dann auch jetzt benutzen. Gut, dann würde ich auch weiterrennen mit Rengar weiter, damit ich nicht alleine irgendwo zurückbleibe. Ne, ich bleib hier auf der Ecke stehen, wo da sehe ich beide. Alles klar, dann hast du ja deine Aktion auch verbraucht für diese Kampfrunde. Rengar auch, der Mordbrenner auch, der hat gesprintet. Nächste Kampfrunde, Tarkan, die ist dran. Der Drache ist A, nicht dumm und B, wird er eben auch von der Hexe kontrolliert. Und die lässt ihn, die Hexe würfelt mal auf Kriegskunst. Also der Drache wird es vielleicht nicht machen, die Hexe ist vielleicht gar nicht so gut. Der 15. Wird Kriegskunst gewürfelt? Auf Klugheit, Charisma und ich schaffe. Okay, dann die Mut, die Klugheit, Charisma. Die Hexe würfelt, wird tatsächlich ihn hier hinschicken. Und wenn Praiodur sich nicht bewegt, dann ruckt der Hals rum. Und würde dann. Also ich würde zurückbrechen. Ja, dann musst du jetzt vorziehen. Ist jetzt schon die zweite Runde oder? Zweite Kampfrunde. Ich bin auf der 10 dran mit meiner ersten Aktion. Dann ziehst du vor. Hier zurückziehen. Gut. Eine Aktion hat Tarkan dir noch. Er macht seinen Maul auf, möchte gerne Feuer spucken und hustet. Ich würde gerne vorziehen. Okay, du ziehst vor. Hinter die Ecke verschwinden jetzt wieder in die Richtung von. Damit du dich vom Flammenstrahl gebrannt wirst. Ja. Ja, Braudur, wieder einmal denkst du, dein letztes Stündlein hat geschlagen, aber zum Glück haben Rengar und die beiden Goblin-Krieger, Kriegerinnen ihm die Drachenmagie genommen, sodass nur noch ein Husten aus seinem Hals kommt. Der Mordbrenner ist noch nicht dran. Preis ist mit mir, schreckt mein Zepter vor und banne seinen Drachenatem. So, da glaube ich zumindest. Ja, genau. Gut, dann bist du dran auf der 12. Eine Aktion hast du noch. Ich würde ihn probieren, weiter hinzulocken. Komm her, du scheust dir es und hier. Okay. Ich würde ihn probieren, da reinzuzwingen in die enge Gasse. Na, schafft er nicht ganz. Ich lasse ihn da einfach mal stehen. Dann bist du fertig. 16 Vitus. Eine Aktion hast du benutzt. Nächste Aktion. Kann ich den Drachen sehen über die Ruine hinweg? Ja, kannst du. Die Entfernung muss ich kurz mal sehen. Ich würde wohl meinen Wurfball schmeißen, also mein. Deine Skraja? Ne, nicht meine Skraja, mein. Wie heißt das Ding, was die Torwart haben? Wurfaxt. 12 Meter? Ja, Schneidzahn heißt das bei dir. Schneidzahn, genau. 3 Stück hast du, glaube ich, davon oder sowas, ne? Einen nur, aber. Ja, 3. Dann würfel gerne mal auf deine Fernkampfbasis, beziehungsweise den Schneidzahn. Der hat einen Wert von 11, aber der ist halt. Genau, ist drin. Unten, doch unten. Bei den Fernkampfwaffen? Moment. Genau, unter der Skraja ist dann der Schneidzahn. Ah ja. Perfekt. 19. Natürlich ja, nicht. Die ja. Fliegt irgendwo jetzt. Ja, genau, fliegt irgendwo parallel gegen einen Balken und bleibt da dann stecken. Kann man sich sicherlich wieder rausziehen aus den schwarzen verbrannten Ruinen, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Dann waren das deine Aktionen, Rengar. Ja, ich orientiere mich in einer Aktion. Mhm. Steigt deine Initiative wieder an. Der Mordbrenner läuft natürlich nicht dumm euch hinterher, sondern wird eine Aktion positionen und 2 freien Schritten den Kampf hier hinsuchen und dann Rengar angreifen mit seinem schwarzen Schwert. Du hattest erst eine Aktion benutzt, ne? Ja. Ich mache Finte. Finte 4. Nein. Schafft, super. Jetzt bin ich auch vor ihm dran mit einem Punkt. Korrekt. Und habe aber eine Aktion-Position gemacht. Das heißt, meine nächste Aktion ist um 4 Punkte erschwert. Deswegen mache ich einen gezielten Stich. Was für eine Rüstung hat er? 4. Okay, dann plus 2 durch Rüstungsschutz, genau. Plus 4 wegen der Stich. Da kriege ich eine 2, minus 2 drauf wegen Waffenmeister. Genau, und dann noch plus 4. Also insgesamt plus 8. Ich habe das falsch eingetragen. Ich habe keine 9, aber mit einer 8, 4 ist das auf jeden Fall geschafft. Das um 9, müsste doch irgendwie 19 oder sowas sein? Ja, da müsste eigentlich 21 stehen. Ja, dann trag das wieder ein. Jetzt richtig dran. Gut.
Dann kannst du Schaden machen. Er kann höchstens noch frei ausweichen, aber das macht er nicht. Ja, das sind 12 Schaden, die gehen an der Rüstung vorbei. 12 echter Schaden, das linke Bein. Zustand, Wunde. Wird er höchstwahrscheinlich ignorieren können, aber wir gucken uns ihn trotzdem mal an. Das sind 2 Wunden, ne? 2 Wunden? Autowunde durch gezielten Stich. Ah, die Autowunde, ja, richtig, richtig, genau, die Autowunde. Dann hat er tatsächlich durch die Autowunde 2, aber seine Selbstbeherrschungsprobe, was ist hinten bei der Selbstbeherrschung? Körperkraft. Körperkraft, also 16. Dann schafft er es, ja. Ja, wenn er mehr als 9 Punkte hat, dann schafft er das. Ja, das ist, wie gesagt, ein Drachengardist, der hat irgendwie Q5 oder sowas, der ist ziemlich hoch. Okay, dann war das die Kampfrunde 3. Nächste Kampfrunde. Takan, dir. Versuch rückwärts zurück zu stolpern. Komm her, du Würmgezücht. Würfel mal auf Überzeugen. Spezialisierung Prios zählt tatsächlich, weil wird kontrolliert von der Hexe. Öffentliche Rede zählt nicht, wahr? Nee, öffentliche Rede ist es nicht. Also du würfelst hier vor allem jetzt gegen die Hexe, nicht gegen den Drachen. Ja, 10 Punkte. 10 Punkte, sie würfelt mal eine Menschenkenntnis, beziehungsweise versucht ihm tatsächlich zu widerstehen und widersteht, zieht ihn zurück, ja. Sie hasst dich so sehr, dass sie was anderes versucht mit Hakandir. Der bewegt sich auf alle Fälle eine zurück und dreht sich. Ja, ist von seiner Aktion. Prayo, du, eine Aktion zieht die auch ab. Was möchtest du noch tun? Ich würde mich weiter nach vorne gehen, wieder zur Ecke. Gut, dann tu das. Und dabei den Wurm beschimpfen als Gezücht der Niederhöhlen und Geschleim aus den Wäldern, wo kein Licht hinfällt. Ja, seine Magie ist ja schon beraubt durch dein Eingreifen, Vitus. Ich möchte meine Skraja ziehen. Mhm. Dann 2 freie Aktionen nutzen, um zum Mordbrenner und Rengar zu gehen. Ja. Passt. Kampf in Überzahl, minus 1. Und, ja, dann hat er noch Aktionen? Er hat noch 2 Stück. Dann hebe ich meine für die Parade auf. Sehr gut. Dann mache ich 2 Angriffe, und zwar eine auf dich, Vitus, und eine auf Ronga. Ich fange mit Vitus an. Ja, ich ziehe vor. Verdammt! Und da das beim ersten Mal so gut geklappt hat, werde ich dich wieder nochmal gezielt stechen. Lass mich doch vorher Vitus umbringen. So, als kurze Korrektur, ich habe nicht in einen 21er Wert, sondern einen 22er durch den plus 3 Körperkraft-Attributo, den ich bekommen habe. Okay. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich habe, wie gesagt, schon gesagt, dass ich vorziehe. 20 in den Kopf, doppelter Schaden. Aua. Das sind auf jeden Fall die 3 Wunden. Ja, das Problem ist, dass du auch gezielt gestochen hast. Und dann wird, normalerweise wird ja erst die Rüstung abgezogen und dann verdoppelt, aber weil wir die Rüstung nicht abziehen müssen durch den gezielten Stich, beschreibe bitte die Situation. Ja, der Mordbrenner entscheidet sich, da Vitus nun aufgetaucht ist, sich beiden Gegnern zeitgleich stellen zu können. Unterschätzt dabei den Torwalsch gebauten Ronga, der seine Chance wittert, sein Schwert auf Augenhöhe hebt und ihn durch des Helm durch am Augenschlitz das Schwert in den Kopf rammt. Er sackt in sich zusammen. Ha! Diese Klingenwaffen sind ja doch zu was gut. Noch nicht vorbei. Aufpassen. Verflucht, verflucht, verflucht! Könnt ihr die Hexe hinter euch kreischen hören? Sie hat eine Katze auf dem Arm. Und dann ist deine Aktion noch nicht durch. Eine hast du noch. Ronga. Ja, stimmt, tatsächlich. Hören wir die Katze, die Hexe noch, oder sehen wir die mittlerweile? Ist sie rausgekommen? Ja, die ist wieder draußen, streichelt ihre Katze und kontrolliert Takrandir. Okay, dann stecke ich mein Schwert in den Boden. Gut, das war's. Nächste Kampfrunde. Takrandir ist dran. Ich hatte doch noch meine Paradeaktion über. Richtig, wie möchtest du. Kannst du dich noch Aktion positionieren? Darf ich die auch nutzen, um zu laufen? Ja. Oder. Ja, Orientierung wäre auch eine Möglichkeit, aber da kommst du ja nur auf 17. Wäre möglich, klar. Kannst auch noch dich bewegen. Dann möchte ich 8 Schritte hier in die Richtung laufen. Auf die Hexe zu? Ja.
Gut. Also hier entlang, an der Hütte entlang. Ja, genau, an dem rauchenden Ruin. Okay, dann nächste Kampfrunde. Tag an dir. Ich möchte ganz gerne einen Sturmangriff wieder machen. Ich zieh vor. Ja. Ich greife mein Schwert, denn das war eine ziemlich dumme Sache, die da reinzupacken. Und du hast es gerade weggesteckt, ne? Ja, in dem Boden. Ich muss gerade gucken, das kostet dich 8 Initiative-Phasen von der 24 auf die 16. Okay. Ja, das heißt, meine zweite ist doch noch, habe ich noch, bevor er auf mich zukommt. Und da er auf mich zustürmt, laufe ich eine Aktion Position hier wieder rein. Ist das hier ebenfalls so dünn, dass er ja, hier nicht durchkommt? Ja, der kommt da nicht rein. Okay, ja, dann brauche ich gar nicht so weit zurückgehen, nur so auf die Hälfte. Okay, dann ist Vitus jetzt alleine. Ja, das war meine erste Aktion und bam, 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 bam. Ich mache noch eine Aktion an dich heran. Dann würde ich auch vorziehen. Ja. Hast du ja auch. Dann mache ich 2 Schritte hier zur Ecke und mit Leertaste mache ich. Mit Leertaste kannst du einen Punkt setzen, genau. Da wird die Anzahl der Meter richtig berechnet. Und dann hier runter. Perfekt. Dann ist Tag an dir fertig. Priodor. Ich würde mich wieder zu Ronga begeben.